Oh, das, ne? We finished our study now. Wir haben on the relationship between the servant and the wheat in Matthew 13. Wir haben unser Studium beendet in Bezug auf die Beziehung des Dieners und des Weizens in Matthäus 13. When I say finish, at least we finished that, making that point. Wenn ich jetzt beenden sage, dann meine ich zumindest in Bezug auf diesen Punkt. When you go to Second Selected Messages, page 80, wenn man zu Ausgewählte Botschaften, Band 2, Seite 80 im Englischen geht, we see that we're going to experience a test. Dann sieht man dort, dass wir einen Test erfahren werden. And the test that we're going to be subject to is the image of the beast. Und dieser Test ist das Malzeichen des Tieres, das Bild des Tieres, Entschuldigung. Last Events, page 219. Und in Letzte Ereignisse, 200, im Deutschen Christus kommt bald, aber im Englischen die Seite 219. Says what? Was heißt es dort? What did we learn from that passage? Was haben wir aus dieser Passage gelernt? Do you remember? Last Events, page 219. That there's going to be a great test. That's that one. That separates God's people. Dass es einen großen Test gibt, der Gottes Volk trennt. The great test is page 227. What's on 219? Der große Test finden wir auf Seite 227, aber was steht auf Seite 219? If you can go onto your phone and find the passage, geh mal zu deinem Handy oder zu deinem Gerät und finde das Zitat. Take your time, it's okay. Im Deutschen ist es Christus kommt bald 155, Abschnitt 3. The seal means that it's a great a settling into the truth, both intellectually and spiritually. And then just as soon as that happens, the test will come. So, she just read from Last Days. Also hier von Christus kommt bald. And what it says, was es dort heißt, is that there are two options. Ist, dass es da zwei Optionen gibt. There's the seal of God. Nämlich das Siegel Gottes. It doesn't mention it, but there's the mark of the beast. Das Siegel Gottes wird nicht genannt, aber es gibt hier das Malzeichen des Tieres. So that's where we got this last portion here. Also daher haben wir dann hier diesen letzten Teil bekommen. Sister Catherine. Great Controversy 343. Großer Kampf, Seite 343 im Englischen. What does that say? Was heißt es dort? that the Lord. I get it mixed up with Amos 3:7. It's the same gist, but need some help. It's here on the board. Hier an der Tafel hast du etwas, bekommst du Hilfe? That God a little bit louder. God delegates his work to his servants. Have another go. God gives his work to the Holy Spirit, and the Holy Spirit
shares it with their servants. Good. Also Gott übergibt das Werk dem Heiligen Geist und der gibt es dann den Dienern. Sister Aileen, you're going to say? The same. How are you going to say it? So God gives his work or his... he directs his people to the Holy Spirit and the Holy Spirit directs it to the people of God. Good. So it says God... Also dort heißt es, dass Gott through the Holy Spirit durch den Heiligen Geist directs the servants here on earth. Führt seine Diener hier auf Erden. Then later on, same passage. Und dann in dem gleichen Abschnitt heißt es. It says something along the lines that men. Dort heißt es so ungefähr, dass Menschen are moved or directed by the hand of God. Durch die Hand Gottes geführt werden. So God would direct people through his hand. Gott führt also sein Volk durch seine Hand. Using his hand. Er nutzt seine Hand. Or using the Holy Spirit. Oder er nutzt den Heiligen Geist. So, just thinking about that one point. Wenn wir nur über diesen einen Punkt nachdenken. Let's go to Daniel chapter 2. Dann lasst uns nun zu Daniel Kapitel 2 gehen. Brother Roland. Verse 34. Vers Daniel 2, verse 34. 34. Daniel Kapitel 2, Vers 34. Why we come to that verse? Warum gehen wir zu diesem Vers? Will you answer that question? Und bevor du diese Frage beantwortest, what passage were we just in? In welchem Abschnitt waren wir eben? Abschnitt. Also in welchem Zitat? Oh. Ja, wir waren im großen Kampf. Great controversy. 343. 343. Good. We're just here. Also hier. And the point that we were making. Den Punkt, den wir gemacht haben. Sister Kathy was the subject of what would we give that little title? Welches Thema war es? Welche Überschrift könnten wir geben? Why did we do all that? What were we? What point were we making? Welchen Punkt haben wir hier denn gemacht? From Great Controversy? Aus dem Zitat. Proxy. Proxy. Ein Wort, und zwar Stellvertretung oder Stellvertreter. So we studied the subject of proxy. Wir haben die Thematik der Stellvertretung studiert. Brother Jim, what does proxy mean? Was bedeutet Stellvertretung? In einem einfachen Wort. Substitute. So proxy means substitute. Stellvertretung. God's doing the work. Gott macht das, die Arbeit. But he substitutes it. Aber er tauscht es sozusagen aus. Via the Holy Spirit. Nämlich durch den Heiligen Geist. People. Und gibt es an Menschen weiter. People do the work. Menschen machen die Arbeit. And they are his substitute. Und sie sind sozusagen dann die Vertretung. Paul doesn't use the word proxy. Paulus nutzt nicht das Wort Stellvertretung. Nor substitute. Noch Vertretung. Let me just check. I was going to quote him and look sure. Yes. So what? Paul's not going to use proxy or substitute. Paulus nutzt also nur nicht Stellvertretung oder Vertretung oder Ersatz. Who's he speaking about, Sister Tamina? Über wen spricht er? Amy.
In welchem Rahmen denn? Folge nun der Logik. He's not using proxy or substitute. Er nutzt nicht das Wort Stellvertretung oder Ersatz. So before you tell me what word he says, who is he speaking about? Und bevor du nun mir das Wort nennst, sag mir, über was er spricht. Us and the Christians. Us. Er spricht über uns. What word does he use? Welches Wort nennt er? Is it spiritual? No. Es ist nicht geistlich. We are. Wir sind. The substitute. Der Ersatz. We are the proxy. Wir sind die Stellvertretung. He doesn't use those words. Aber er nutzt nicht diese Worte. Which word does he use? Welches Wort nimmt er? Like he gives a nice official name for it. Er gibt so ein tolles offizielles Wort dafür. These will sound a bit dodgy. Diese klingen nicht so gut. With the children? No. Can't be children. Es kann nicht Kinder sein. It's got to have the concept of proxy. Es muss nämlich dieses Konzept der Stellvertretung beinhalten. Yeah. He's checking anyone else. In what book are you in? In the Bible? In the book of the New Testament. In dem Buch des Neuen Testamentes. In the books of Paul. In den Büchern von Paulus. Okay. In the book of 2 Corinthians. That Im Buch 2. Korinther. Does that help you? Hilft das? This is the Gathy. He calls us ambassadors. Er nennt uns Botschafter oder Repräsentanten. 2 Corinthians 5:20. 2. Korinther 5, Vers 20. Ephesians 6:20. Und in Epheser 6, Vers 20. That's a nice way to remember it. Das ist also eigentlich ganz einfach zu merken. 520, 620. 520 und 620. Now then, we are ambassadors. Und nun, da wir Gesandte sind. For which I am an ambassador. Und ich bin ein Gesandter. Are we okay with that? Können wir das sehen? He used a nice word, ambassador. Also er nutzt das Wort Botschafter. Brother Roland. Bruder Roland. What question did I ask you? Welche Frage habe ich dir gestellt? Forgotten. What's the question? Daniel 2, yes, verse 34. You went not further on, yes. Daniel 2, Vers 34. Warum sind wir in diesem Vers? Oh. Yes, we gingen zu dem Berg mit dem Stein, ja? We went to the mountain and the stone. Okay. Well, that's the subject of the verse, but why are we here? Das ist die Thematik des Verses, aber warum befinden wir uns nun in diesem Vers? Ja, du würdest die Verbindung machen wollen. Wanna draw the connection? Just give me one word while we're here. Gib mir nur ein Wort, warum wir uns hier befinden. All the words in the verse. Wir haben all die Worte des Verses. Tell me what brought us here. Aber erzähl mir, warum wir hier in diesem Vers nun sind. Oder warum wir zu diesem Vers gegangen sind. Es müsste sich um den Stein handeln. Stone? The stone, good. No, no, that's not good. Oh, come on. That's terrible, not the stone. Why? Nein, nicht der Stein. We didn't get it from stone. Nein, nicht vom Stein. We're in GC. Wir befinden uns im großen Kampf. 343. 343. It doesn't talk about any stones in there. Und da geht es nicht um irgendwelche Steine.
Mr. Dahlia, you gonna help him? Kannst du helfen, Dahlia? No, Sister Dahlia, not Sister Tamina. Schwester Dahlia und nicht Tamina durch einen Stellvertreter. Sister May. Just one word. Just all I want is one word. Ich will nur ein Wort. Proxy. Nein. Stellvertreter? Nein. No word proxy in that verse. Yes. Es gibt keine Stellvertretung in diesem Vers. Ja, ohne Hände, meint er den Abschnitt. Without hands? Hand, good. Oh, hand. So we're in GC 3:4:3, hand. We're in Daniel 2, hand. Also im großen Kampf haben wir von der Hand gelesen und auch hier in Daniel 2, Vers 34 lesen wir von einer okay Hand. Okay with that? Soweit einverstanden? Good. Okay, so I want to ask you some more questions. Ich möchte dir noch weitere Fragen stellen. Not finished, yeah. Okay, in GC... Im großen Kampf we got the word proxy, haben wir das Wort Stellvertretung oder Treter gesehen. Substitute. Nämlich dieser Ersatz. So hopefully we're okay with that. Ich hoffe, dass wir damit einverstanden sind. How does God do things? Auf welche Art und Weise macht denn Gott Sachen, to Dinge? GC quote. Gemäß dem Zitat aus dem großen Kampf. Through the Holy Spirit and then to men. Remember, we're in Daniel 2. Erinnere dich, wir sind in Daniel 2. And in Daniel 2, there's no Holy Spirit. Und in Daniel 2 sehen wir keinen Heiligen Geist. So we're gonna keep the connection. Wir möchten also die Verbindung hier aufrechterhalten. Okay, wir sind die Hand Gottes. We are the hand of God. Who is? Wir. We. Of Aaron. Oh, okay, okay. Okay. Der Ersatz ist die Hand Gottes. Is the hand of God? Yeah, but you said we are the hand of God. Du hast gesagt, wir sind die Hand Gottes. Ja, was gefällt dir besser? What do you like better? Barbarian? It's the Holy Spirit that is the hand. Der Heilige Geist ist die Hand. God. Gott. There's a pivot. What is pivot? A balance. Ah, da gibt es diese Waage. Men. Mm-hmm. Und das, are the servants. Die Menschen sind die Diener. So the hand is who? Also muss dann die Hand wer sein? Der Heilige Geist, ja. The Holy okay Spirit. Das ist gut, das ist gut. Is that good? Yes. Yeah. Because we would think. Denn was wir denken würden. Hand is us. Dass nämlich die Hand wir sind. Ja. So. Also. In Daniel 2. In Daniel Kapitel 2. That stone. Dieser Stein. How is it created? Wie ist er denn geschaffen worden? In with relationship to the hand. In Beziehung zu der Hand. What does it say? Was heißt es dort? Dass er herausgeschnitten wurde. He was cut out? Yeah. Also wurde er herausgeschnitten? How? Wie? In the just read the verse. How? Lese in dem Vers, wie wurde dieser Stein herausgeschnitten? Without? Ohne? Ja, ohne Hände. Without hand. Good. Without hand. Ohne Menschenhand. So, oder Hand. If we were to say, wenn wir nun sagen würden, wir are the hand of God, sind die Hand Gottes, we were the hand of God, also wenn wir die Hand Gottes wären, then read the verse. Dann lese mal den Vers. You're going to change the word hand. Da wechselst du das Wort Hand with what? Aus mit was? Sister Catherine? He said hand equals? Er hat gesagt, die Hand ist gleich? Us. Us. So change wir the word.
Und wenn man nun dieses Wort austauscht? The stone is cut out. Der Stein wurde herausgeschnitten. Without. Ohne. Uns. Without us. Without us. Ohne uns. So explain that. Erklär das. Explain that concept. It's going to be cut out without us. Erkläre das Konzept. Es wird ohne uns herausgeschnitten. Ja, der Stein. Ja, das ist durch den Heiligen Geist geschieht, nicht durch uns. It happens through the Holy Spirit, not through us. Good. You should repeat that question then, because she can't pick up what she says in English. Can you repeat the question? Yes. So, it's going to be cut out. Es wird herausgeschnitten. We know that. Das wissen wir. Not with us. Nicht durch uns oder mit uns. By God. Sondern durch Gott. You said by the Holy Spirit. Du hast ja gesagt, durch den Heiligen Geist. So, this story, diese Geschichte, is about cutting stones out of a mountain. Geht darum, dass Steine aus einem Berg herausgebrochen werden oder geschnitten. You agree with that? So if you cut out stones from a mountain, wenn man Steine aus einem Berg herausschneidet oder bricht, if we were trying to think of themes, wenn man nun über Themen nachdenkt, ones that we're familiar with, eines, das, mit dem wir vertraut sind, what theme would it be? Welche Thematik wäre es? Sister Sue Ellen? Stones and mountains. Steine und Berge. Would it be marriage? Würde es die Thematik der Ehe sein? No. Would it be agriculture? Wäre es die Landwirtschaft? I don't think so. No. Glaube nicht, nein. Is it building? No plants. Es gibt ja keine Pflanzen. So, if it's not agriculture or marriage, wenn es jetzt weder die Landwirtschaft noch die Ehe ist, is it building? Yes. Kann es dann das Bauen sein? This is a mountain. Mm-hmm. Hier haben wir diesen Berg. And a stone. Und einen Stein. Uh-huh. Where do you see a house there? Wo kann man da dann ein Haus sehen? Where do I see a house? No house. Da gibt es ja kein Haus. They're going to build a house. No construction. No construction? Also, kein Bauen. So, what theme is this? Welche Thematik ist es dann? I don't know. A mountain. Ein Berg. Be geology. Geology. Geologie. Now we often don't use geology in our modeling. In unseren Modellen nutzen wir nicht oft die Geologie. But we use an allied science. Aber wir nutzen eine verwandte Wissenschaft. Because if we talk about geology, denn wenn wir nun über die Geologie sprechen, we want to talk about the geology of a certain rock. Dann möchten wir über eine bestimmte was sprechen. A certain mountain. A certain mountain. Wir möchten über einen bestimmten Berg sprechen. So if we said, oh, this mountain's got beautiful geology. Und wenn wir jetzt sagen, oh, dieser Berg hat eine sehr schöne Geologie. The question would be. Dann wäre deine Frage. Where? Where? Wo? Which mountain? Welcher Berg ist es denn? So we want to know. Wir möchten also nun wissen. What mountain? Welcher Berg? Is Daniel talking about? Also über welchen Berg spricht Daniel? Okay with that? Brother Roland, which mountain is he talking about? Über welchen Berg spricht er? You won't find it in any verses. Das wirst du in keinem der Versen finden. Wenn ich die Verbindung nach Offenbarung 17 mache. If I take the connection to Revelation 17. Da ist die Sprache von Königreichen und Berge. There we read about kingdoms and mountains. So I'm going to stop you there. Ich möchte dich hier mal innehalten lassen. Because you're going to go down the spiritual route. Denn du wirst hier jetzt den Weg des Geistlichen gehen. Because we're in the parables. Weil wir jetzt in Gleichnissen reden. We have to go to the natural. Müssen wir zunächst zu dem Natürlichen gehen. Sister May, what mountain is that? Welcher Berg ist es hier? It's going to be the name. No, there's no mountain called Philip. Es gibt es keinen Berg, der Philip oder Philippus. There's no mountain called Philippi. Es gibt auch the mountain. Ich möchte den Namen des Berges. Okay, noch eine Chance. I want to take another chance. Go ahead. Wenn wir
bei dem Modell des Bauens sind. If we are in the model of building, construction. So, und es würde um den Tempel gehen. And if we talk about the temple. Dann muss es der Berg Moria sein. Then it has to be the mountain of Moriah. So you're going to make it Mount Moriah. Also du machst es den Berg Moria? Ich versuche. I try to. Sorry. Tut mir leid. You're making spiritual applications. Du machst geistliche Anwendungen. Back to your sister May. Wieder zurück zu dir, May. Tell me what you do know. Sag mir mal, was du denn weißt. I know in the wie heißt es, Philippi? Caesarea Philippi, there's a mountain, they cut the stone from the mountain there. Also ich weiß, dass sie von diesem, bei Caesarea Philippi, dass sie dort Steine aus einem Berg brechen. Good. Gut. So all we need to do, alles, was wir also nur tun müssen, go to Caesarea Philippi, ist zu Caesarea Philippi gehen and tell us what the mountain is. Und erzähle uns nun, was der Berg ist. Wie weißt du, dass Daniel diesen Berg gemeint hat? Sister May is wise. Weil Schwester May weise ist. And wise people don't make mistakes. Weise Menschen machen keine Fehler. No, I think that's a totally accurate one, seriously. Ich glaube, das ist genau die richtige Antwort. Because she's done line upon line. Denn was sie getan hat, ist Linie auf Linie. And if I'd given her an opportunity, if I'd given her an opportunity, wenn ich ihr nun die Möglichkeit gegeben hätte, she would have taken us, dann hätte sie uns zu Matthew 16. Matthäus 16 geführt. Was ist mit der Regel, dass wir erst in dem Vers und im Kapitel bleiben? Wir haben nicht betrachtet, was es in dem Kapitel selbst, was der Berg ist. She would have taken us to Matthew 16. Also sie würde dich jetzt zu Matthäus 16 führen. And she would have begun in verse 13. Und sie wäre in Vers 13 gegangen. Now, you need to be reasonable. Also du musst nun vernünftig sein. Because when I say which mountain is Daniel referring to, denn wenn ich jetzt frage, auf welchen Berg bezieht sich Daniel? It's not gonna work like a literal mountain, is it? Dann würde es ja nicht wie ein buchstäblicher Berg funktionieren. Was ist mit meiner Frage, dass wir erst im Kapitel und in dem Vers selbst bleiben, bevor wir irgendwo anders hingehen? Yeah, no, well, I'm trying to be honest with you. Daniel's not gonna, you're not gonna find the name of the mountain in Daniel 2. Ich bin ehrlich mit dir, du wirst den Namen des Berges nicht in Daniel 2 finden. It's a dream. Das ist ein Traum, was er hat. Manchmal gibt es eine Erklärung für den Traum. If we're gonna do that, we'd have to find where that statue was. Dann, wenn wir das also machen würden, dann müssten wir auch finden, wo denn diese Statue war. Where? Und innerhalb des Kapitels erklärt es uns, dass die Statue Babylon, Medo-Persien und so weiter ist. Not what? Not what? Es geht hier nicht. Where, not what? Es geht nicht. He says what the statue is, not where it is. Okay, er sagt, was die Statue ist, aber er sagt nicht, wo sie sich befindet. And he tells you that the mountain is. Und aber er sagt dir, dass der Berg, the kingdom of God, das Königreich Gottes ist. And by compare and contrast, it's the kingdom of God on earth. Und wenn man vergleicht und gegenüberstellt, dann ist es das Königreich Gottes auf dieser Erde. So the only place you're going to go to is the spiritual manifestation of that mountain is. I didn't get that one. The only place you can go is the spiritual manifestation of das, that mountain. Der einzige Ort, wo du hingehen kannst, ist die geistliche Manifestierung dieses Berges.
So we're in Matthew 16. In Matthäus 16 nun. Beginning verse 13. Und dort ab Vers 13. Caesarea Philippi. Da sind wir in Caesarea Philippi. And now we're into verse, which verse is the May? Und dann gehen wir zu welchem Vers? 13. And you said? Du hast gesagt? Caesarea Philippi. Which verse did you say? 13, yes. No, I said 13. Which verse did you say? Ich habe Vers 13 gesagt. Welchen Vers hast du gesagt? Caesarea Philippi. Look then. Yeah, that's schau mal nach. 13 is Caesarea Philippi. Yeah. Okay, I'll tell me which verse. Sag mir, welcher Vers? Someone can help her. Vers 18. Good. Why are we going to 18? Warum gehen wir zu Vers 18? We see a rock. Wir sehen einen Felsen. You okay with sister, with that sister May? Yeah. And I say unto you. Und ich sage dir. That you're Peter. Du bist Petrus. And upon this rock. Und auf diesen Felsen. I will build my church. Will ich meine Gemeinde bauen. Okay. So it says. Es heißt ja also. Upon this rock. Auf diesen Felsen. Can we change words? Können wir nun Worte austauschen? Time to clip the video. Can we change the words, Brother Arian? Können, of course we can. Können wir Worte austauschen? Natürlich. So you go ahead and do that, Brother Arian. Mach das bitte. It says. Es heißt. Upon this rock. Auf diesen Felsen. Change the words. What are we saying? Ändere die Worte. Was sagen wir? No. What did you say? Upon this mountain. Auf diesen Berg. We've got mountain, that's fine. Wir haben den Berg, okay. It's not the word I wanted changed. Aber das ist nicht das Wort, das ich austauschen wollte. Just remove the word upon. Wir tun auf, wegnehmen. Aber nein, wir möchten ja austauschen. Okay, so now we've got what we've got to do. Was wir nun tun? Okay, so there must be some, not pre-knowledge, but if you know the direction in which we're going. Wenn du nun weißt, in welche Richtung wir gehen. And you know the study of Jordan, Dan, Caesarea Philippi, if you know all of that history. Und du kennst all die Geschichte und das Studium über den Jordan, über Dan und Caesarea Philippi. Then you know the purpose of the mountain. Dann weißt du den Zweck des Berges. We know about some history about what's going on. Und wir kennen die Geschichte, was da vor sich geht. So we don't say upon this mountain. Und dann sagen wir nicht auf diesen Felsen. We say oder Berg. Sondern wir sagen not sure. There's no right answer. It's just I want you to try and think the way I'm thinking. Not in this rock. Es ist nicht in den Felsen. From this rock. Von diesem Felsen. Or it's a sorry. With. Oder mit diesem Felsen. So hold your thoughts. Just hold your thought, Brother Arian. What's he saying? Was sagt sie hier? How can she change that to with? Wie kann sie das nun mit austauschen? There's a mountain. Wir haben hier den Berg. How can she say with? Wie kann sie nun mit sagen? What point is she drawing out? Welchen Punkt macht sie hier? With is relevant. Then the rock and the church are two different. Literally, things. Let's just keep it literal. Bleiben wir auf der buchstäblichen Ebene. You're using the rock to build it. How are we using the rock? Wie nutzen wir nun den Felsen? So with the mountain. So we're now we're using the mountain. How do you use the mountain? Wie nutzen wir den Berg? To cut out what? Stones. Wir schneiden. Okay. Put it all together now. Steine heraus und jetzt alles zusammen. You got all the pieces. Wir haben schon alle Teile. The dog Peter. Forget Peter bit. Vergiss mal bei Petrus, sondern geh nur mit der Geografie. So you cut out rocks out of a mountain. Du schneidest Steine aus dem Berg.
You cut out rocks out of the mountain, meaning and by doing so you build a church. You don't build a church. It's literal. Du baust keine Gemeinde, sondern buchstäblich. What are you building? Was baust du denn mit diesem Stein? House. Ein Haus. Which place are you building? Welchen Ort baust du? May already told us. Sister May told us. May hat uns schon gesagt. Tell him. Sister May, tell him. Caesarea Philippi. You're building Caesarea Philippi. Du baust Caesarea Philippi auf. Okay. Sister Suellen. I just wanted to defend my previous answer. Good. Ich wollte meine vorige Antwort verteidigen. Because, yes. You know, you see, we did come down to building. We did. And when I said that, I was thinking in terms of quarrying stone to build things. Excellent. Warum ich vorher gesagt habe, dass wir die Thematik des Bauens benutzt haben, ist, weil ich habe daran gedacht, ein Steinbruch, wo wir die Steine herausholen, um zu bauen. So Suellen's got in her mind. Was Schwester Suellen also hier in ihrem Kopf gemacht hat, quarrying. Ist nämlich dieser Steinbruch. So, to quarry, und wenn man nun Steine herausbricht, muss man the rock, den Felsen benutzen. It's actually the mountain. Oder eigentlich auch die, den Berg. So, what's the difference between the stone and the mountain? Was ist der Unterschied zwischen dem Stein und dem Berg? No difference. Da gibt es keinen. The stone is just a portion of the mountain. Der Stein ist nur ein Teil des Berges. Brother Roland, is a mountain usable? Kann man einen Berg benutzen? Ja. A mountain, can you use a mountain? Is kann, it usable? Kann man einen Berg benutzen? Ja. I would say no. Ich würde nein sagen. Why is it not usable? Warum kann man ihn nicht benutzen? Du benutzt den Berg, um die Steine rauszuholen. You use it to cut out the stones. Okay, but the mountain itself, why is it not usable? Warum kann man den Berg selbst nicht gebrauchen oder benutzen? Ja, weil er fest steht. Because he is solid. Too big, too solid. Er ist zu groß, zu fest. You can't handle that. Man kann damit nicht umgehen. So to actually use the mountain, um einen dann letztendlich den Berg zu benutzen, you should chop it up into pieces. Muss man ihn in Teile auseinanderschneiden. So there's a lot to verse 34. Es gibt viel in Vers 34. Daniel 2:34. Ja, Daniel 2, Vers 34. You know, we just talk about hand cut, stone cut out of the mountain, but there's a lot of thought that's gone through, that's gone into that concept. Also wir sprechen hier über diese Steine, der Stein, der herausgebrochen wird. Aber da gibt es viel mehr mit diesem Konzept. Sister Kathy, is it a viable proposition to use a mountain to construct anything? Ist es denn ein durchführbarer Vorschlag, dass man einen Berg nimmt, um Sachen aufzubauen? This thing, this big lump. Dieser große Klumpen hier. Yes. Just as it is. So wie hier so ist. No. There has to be a process. What are you trying to build? Nein. Was versuchst du zu bauen? A building. How big is the building? Wie groß ist das Gebäude? Depends. Is it as big as the mountain? No. No. Das Gebäude ist nicht so groß wie der Berg. You're trying to build this little house. Du versuchst dieses kleine Haus zu bauen. So how are you going to build that from this? Wie kann man dies nun aus diesem heraus You can see it could never work. Man sieht, dass das niemals funktioniert. So what you have to do, was man nun tun muss, is you have to cut out, ist, dass man herausschneidet teeny stones. Kleine Steine. Yes? So if you take that concept, wenn man nun dieses Konzept nimmt, down to here, und dann hier runterbringt, A, B, Seal, Mark of the Beast. A, B, versiegeln und Malzeichen des Tieres. 343. Großer Kampf 343. Proxy. Und Stellvertretung. Substitute. Ersatz. Ambassador. Botschafter. Why is God doing this? Warum macht Gott das? Put your hand up. Why is God doing this? Warum macht Gott das? System. This way. Warum baut er dieses System auf diese Art und Weise auf?
I were him, wenn ich er wäre, how would I do it? Wie würde ich es machen? If you want a job done properly, wenn du möchtest, dass eine Arbeit gut ausgeführt wird, you do it yourself. Dann machst du es selbst. You ever saying like that in German? Must have. Ja. You just do it yourself. Mach es einfach selbst. So why does he not? Warum macht er es aber nicht? Brother Carl, why does he not do it himself? Warum macht er die Arbeit nicht selbst? We speak of God. Speaking of God. Wir sprechen über Gott. Okay, so the reason why people are struggling with that answer. Der Grund, warum Leute jetzt Probleme mit der Antwort haben. And everyone didn't put their hand up and shout it out. Und alle, everyone did. Everyone did not. Keiner hat die Hand gehoben und die Antwort herausgerufen. Is because we're not familiar. Ist, weil wir nicht vertraut sind. With using methodology correctly. Damit vertraut sind, methodisch richtig anzuwenden. So we just spent a lot of time. Wir haben nun sehr viel Zeit damit verbracht. Talking about. By the way, I still have not heard the name of the mountain yet. Und so nebenbei, ich habe immer noch nicht den Namen des Berges gehört. We'll do that in a minute. The name. Den Namen möchte ich in einer Minute hören. Went through all of this. Wir sind durch all das hindurchgegangen. Hands, mountain, quarrying, building. Hand, Berg, Steinbruch, bauen. So we already know the answer. Wir kennen schon die Antwort. The answer is in the literal. Die Antwort finden wir im Buchstäblichen. So when I ask the spiritual, und wenn ich dann das Geistliche frage, people looking for some fancy answer. Schauen Leute nach so besonderen Antworten. And there's no fancy answer, it's a really simple one. Aber da gibt es nicht diese besondere Antwort, sondern es ist eine sehr einfache. But this simple answer, aber diese einfache Antwort ist so profoundly in opposition to your preconceived models, ist so tiefgründig anders als deine vorgefasstes Wissen, to common sense, nämlich dem gesunden Menschenverstand. It's very difficult to get the answer. Und so ist es dann sehr schwierig, die Antwort zu bekommen. Every parent knows, denn jeder Elternteil weiß, your children to do something, wenn du deine Kinder dazu bringen möchtest, etwas zu tun, it's a disaster. Dann ist das ein Desaster. Bad mistake. Schlimmer Fehler. They just make a mess. Denn sie machen nur eine Unordnung. And it takes two or three times longer. Und es gebraucht dich dann zwei oder dreimal länger. And most parents, und die meisten Eltern, will just after a while, werden dann nach einer Weile, say, move out the way, sagen, geh aus dem Weg. This is not working. Das funktioniert so nicht. And they take over. Und dann machen sie es selbst. Because we know if you want a job done, you do it yourself. Denn du weißt, wenn du etwas fertig bringen möchtest, dann machst du es einfach so am besten question selbst. Is, meine Frage also, why does God do this? Warum macht Gott das hier? Brother Carl? You take the example of the children. No. So we don't want to take the example of the children. Und wir möchten jetzt nicht das Beispiel der Kinder nehmen. We want to take the example that we have discussed and is on the board. Wir möchten das Beispiel nehmen, das wir an der Tafel haben und auch schon besprochen haben. Then we'll know it's the correct. We'll know we've come to the correct answer. So dass wir dann wissen, dass wir auch zur richtigen Antwort gekommen sind. Then we might come to another one to check if it would work. Und dann kommen wir vielleicht noch zu einem anderen, um zu überprüfen, ob wir die richtige Antwort haben. I'm trying to make it easy. You think I'm making it difficult. Ich habe versucht, es einfach zu machen, aber ihr denkt, dass es schwieriger wurde. I can tell. I don't know yet. Okay. I don't want everyone to think like me. Ich möchte nicht, dass jeder von euch gleich wie ich denkt. Like you. Sondern wie du selbst. I want to think like God does. Ich möchte wie Gott denken. I want to have the mind of Christ. Ich möchte die Gedanken Christi haben. And I presume you do. Und ich denke, auch du möchtest so das. I may be doing this wrong, und vielleicht mache ich das nun falsch. But I'm trying to go for the mind of Christ. Aber ich versuche, durch die Gedanken von Christus zu gehen. And therefore I demand,
Und deswegen verlange ich, did you think the same way I think? Dass du auf die gleiche Art und Weise denkst, wie ich denke. So it sounds like I'm a megalomaniac, but I'm hopefully not power hungry. Es hört sich so an, als ob ich nur machtdürstig bin, aber das bin ich nicht. Okay, so that's enough admonition. Let's try and get to the answer. Lass uns nun zur Antwort kommen. Okay. Ich wurde etwas verwirrt. It's fine. So in this verse it says, which book are we in? Daniel 2. 2:34. It says, a stone was cut without hands. In Daniel 2, Vers 34 heißt es, dass ein Stein ohne Hand ausgeschnitten wurde. So doesn't that mean that it's so? According to that, it says without the Holy Spirit, then, because the Holy Spirit was a hand. Gemäß dem würde es dann heißen, dass es dann ohne den Heiligen Geist, weil gemäß diesem Bild hier ist der Heilige Geist die Hand. Okay, so Sister Welland jumped right to the conclusion of the matter. Schwester Suellen ist jetzt nun zur Schlussfolgerung von dem Thema gesprungen. So, if you're willing to give me some slack, some license. Wenn du mir nun etwas some liberty. Ein wenig Freiheit gewährst. Can we change the word without to with? Können wir dann das Wort ohne durch mit ersetzen? Okay. We'll get there. Wir werden dorthin kommen. So, does anybody have any questions? I don't mean the answer to my question. Have you got any questions? Because there might be some questions that people have so I don't want to move on without addressing them. Hat jemand noch Fragen? You have a question? Bevor wir fortfahren. Something I can clear up. Is the Holy Spirit, and in Daniel 2 it says without hands, and there we make the hand the us. But in Great Controversy, the hand is the Holy Spirit. Okay, in Großer Kampf ist ja die Hand der Heilige Geist, und in Daniel haben wir dann die Hand uns gemacht, aber im Großen Kampf wissen wir, dass es der Heilige Geist ist. Okay, so it's the same question that Sister Sue Ellen has. Die gleiche Frage wie Schwester Sue Ellen. But I'm aware of all of those things. Ich bin mir dessen bewusst. But I just want to take us on a journey so we can learn a lot. Ich möchte uns aber auf eine Reise mitnehmen, um viel zu lernen. We can learn a lot about methodology. Wir können viel über die Methodik lernen. We can learn a lot about ourselves and our preconceived ideas. Und viel über uns selbst lernen, nämlich über unsere vorgefassten Meinungen. We're not going to learn a lot about new information. Wir werden nicht viel über neue Informationen lernen. Because at the end you'll say, is that it? Und am Ende wirst du nämlich sagen, ach so, das ist es. Okay. So. Also. My question is what? Meine Frage ist welche? What's my question? Warum macht Gott nicht die Arbeit selbst? My question was, meine Frage. Why does God use this method? Warum nutzt Gott diese Methode? The GC one. Nämlich diese aus dem großen Kampf. Sister Kathy, why does he use that? Warum nutzt Gott diese Methode? because we are Before you carry on. Yeah. Bevor du nun fortfährst. This is a really simple answer. Mm-hmm. Das ist eine sehr einfache Antwort. And I really sense it's getting complicated. Okay. Und ich spüre schon, dass es kompliziert wird. And when it gets complicated. Und sobald es kompliziert wird. People get into a knot. Verknoten sich die Leute. And sometimes it might be the right answer. Mm-hmm. Manchmal mag es dann auch die richtige Antwort sein. But this is a school. Aber das hier ist eine Schule. And as teachers, und als Lehrer. Clever teachers, als clevere Lehrer. You have a duty of care. Hast du die Aufgabe der Fürsorge? You have an obligation. Du hast die Verpflichtung, danke. To try to make things simple. Dinge einfach darzustellen. Now before you critique me. Und bevor du mich nun kritisierst, I'm teaching teachers. Ich unterrichte Lehrer. I'm not teaching normal people. Ich unterrichte jetzt nicht normale Leute. Because if I were,
wenn ich das tun würde, I would make it really, really simple. Dann würde ich es sehr, sehr einfach machen. So that's why the classes appear complex or difficult. Deswegen erscheint der Unterricht sehr komplex. So I'm not breaking my own rules. Ich breche nun nicht meine eigenen Regeln. To conform to the image of Christ, to the image of God, to develop character. Um Charakter zu entwickeln, um uns in das Ebenbild Gottes zu entwickeln. He's used doing this method. Er benutzt diese Methodik. To help whom? Um wem zu helfen? The people. Which people? Dem Volk. Welchen Leuten? Help these people. Yeah. Diesen. So he's doing all of this to help them. Er macht all das, so that they can diesen zu helfen. Save those, help those who don't know. Um die zu retten, die nichts wissen. So he's doing all of this to help them. All das macht er, um diesen zu helfen. And then you want to say. Und dann? To help those who don't know him. Um denen zu helfen, die noch nichts wissen. And they can help people who don't know him. Yes. Also damit diese helfen, den Leuten helfen kann, die noch gar nichts wissen. Why can't he just do it himself? Warum kann er es nicht einfach selbst machen? Because we were made in his image. So all the others. Wir sind in seinem. So why can't he just do it directly? Weil wir in seinem Ebenbild geschaffen sind. Und warum kann er es dann nicht? So sind auch die anderen. Warum kann er es dann nicht einfach direkt machen? So, give you a chance to think. This one. Well, I was thinking along those lines too, but that. Which line? What Kathy, Sister Kathy. So just tell me. Okay. Why he is using this method? Warum benutzt er diese so Methode? So that we can learn to depend on the Holy Spirit directing our paths, and that's what Jesus did here. He didn't use his own power. He was directed by the Holy Spirit as he went. So both of these answers. Da also, damit wir uns lernen, auf den Heiligen Geist zu vertrauen. Und beide diese Antworten nun sind zu geistlich für mich. Oh. Much more simple. Es ist viel einfacher. Much more pragmatic. Viel pragmatischer. Oh. So we could just learn, because you learn by doing. Dass wir lernen, weil wir lernen durch tun. As his ambassadors. He wants us to take responsibility. Er möchte, dass wir Verantwortung übernehmen als seine Botschafter. When you build something, it's easier when you use instruments. And in great controversy, we are instruments in his hands. Wenn du baust, dann ist es einfacher, Werkzeuge zu benutzen. Und im großen Kampfzitat sind diese Werkzeuge wir. Ich sage es in Deutsch. Um noch ergänzend zu Tamina zu sagen. In addition to Tamina? Gott kann niemanden zwingen. God cannot force anyone. Und will niemanden zwingen. And doesn't want to force anyone. Und jeder hat seine... und um den Menschen dahin zu bringen, braucht er Instrumente und das sind die Menschen und andere Dinge. Und das braucht Zeit. In order to God, for God to lead people... Wohin zu führen? I'm going to stop you. Okay. Ich stoppe dich hier. We have this story here. Wir haben die Geschichte hier. And what did we learn here? Und was haben wir hier von dieser Geschichte gelernt? Brother Arian, what did that story teach us? Was hat uns diese Geschichte gelehrt? The mountain is too big to build. To make up a house, to build a house with. Dass der Berg viel zu groß ist, um daraus ein Haus zu bauen. Oder damit ein Haus. Build a house, wenn man das Haus bauen möchte, the mountain cannot do that. Dann kann der Berg das nicht tun. The mountain is not able to build the house. Der Berg ist nicht fähig, das Haus zu bauen. What do you have to do? Was muss er tun? In real life. Im echten Leben. You have to cut it into pieces. Man muss es in Teile, Einzelteile zerschneiden. When you cut it into pieces, und wenn man ihn in kleine Teile schneidet,
then you can build the house. Dann kann man das Haus bauen. Okay, so let's not get confused now, because I'm anticipating confusion. Lasst uns nur nicht verwirrt werden. Which passage of inspiration are we in now? In welchem Teil der Inspiration befinden wir uns hier? Sister Catherine? We're in Matthew 16, good. Wir sind hier in Matthäus 16. We're not in Daniel. Wir befinden uns nicht in Daniel. 18. Sondern wir in Matthäus 16, Vers 18. Are we all okay? Soweit gut? This is Matthew 16, this is not Daniel. Es ist Matthäus 16 und nicht Daniel. Who doesn't understand that? Wer versteht das nicht? So we're all on the same page. Wir sind also alle auf der gleichen Ebene. Sister Aileen, are you with us? Okay. So we're in Matthew 16. Matthäus 16. Don't look at the Bible. Schaut nicht in die Bibel. Look here. Schau hier. Now you tell me. Sag du mir. How many things do we have? Wie viele Dinge haben wir hier? Three things. Drei. We can see three things, everybody. Kann jeder drei Dinge erkennen? Which is given the answer. If you don't see it or you don't agree, tell me now. Wenn du das nicht siehst oder nicht erkennst, dann sag es mir jetzt. You don't see three things. Okay. Is that all I'm supposed to do? That's all you're supposed to see. Three things. Okay, drei Dinge. Das solltest du sehen. So, the three things. Die drei Dinge. Are these. Sind diese. Mountain, stones, house. Berg, Steine, Haus. Okay with that? Sister Aileen? What's the mountain? Was ist der Berg? In welchem Zusammenhang? In which context? I'm not giving you a context. Ich gebe dir keinen Zusammenhang. God. The stone. Gott, wer sind die Steine? You. Wir sind die Steine. The house. Wer ist das Haus? The church. The church. Die Gemeinde. Okay, so if you don't understand, put your hand up. Wenn du das nicht verstehst, hebe deine Hand. So there are some people who don't understand. Da gibt es ein paar Leute, die das nicht verstehen. Brother Jim? I just don't. I understand the mountain is God. I'm not sure I understand that the stones are you. Okay. I understand the building is a church. So you're okay with one and three. Du verstehst eins und drei. But not two. Aber nicht die Nummer zwei. Good. Roland. Ich habe das versucht, mit dem Muster gleichzusetzen. I tried to equal that with the parallel that with the pattern. So mit dem Berg Gott, das würde passen. Mountain is God, that is okay. So die Steine wären der Heilige Geist. The stones would be the Holy Spirit. So und die Kirche, das wären dann wir. And church should be us. So you got a problem with number two as well. Also dein Problem liegt bei Nummer zwei. Oh, and number three. Und Nummer drei. Okay. Okay. Two and three. Zwei und drei. Sister Esther. For me, God is the mountain. Ich kann agree with that. I cannot understand. God is a mountain. I thought. Oh, you don't agree with that? Yeah, I not understand. You don't agree. Ich verstehe es nicht. Also. I want to hear. So you don't agree. That's fine. Weil du nicht mit übereinstimmst. Can you participate or? Ja, ich weiß schon, was das heißt. Maybe. Can you multitask? Say again. You can multitask. Sometimes. Okay, so we'll go with this one. Wir gehen jetzt mit diesem. You agree with this? I'm not so sure how she made the connection. Okay, so you're not sure about these. Well, I can see the stones. I can then see the. Are you okay with this one? Yeah, just the first one just where the we first got then. One. Yeah. Okay, so we've got enough people who are sort of having some problems with all of that in some degree. Wir haben also genügend Leute, die Probleme mit diesem Muster jetzt haben in jeglicher Weise. I thought we're doing so well. Ich dachte, wir haben das jetzt so gut gemacht. They're all coming out like worms. Aber alle kommen jetzt wie Würmer hoch. Just that we all know. Dass wir alle nun wissen. Sister Aileen and I.
Sister, Schwester Aline und ich sind 100% in Übereinstimmung. It's the rest of you that got the problem. Also alle anderen, ihr habt jetzt nun ein Problem. Brother Carr. Question, problem, what's it, what you... So you don't understand. Okay, so we've got people who got lots of questions, don't understand. Besides the don't understand one... Also, say again. Besides the... We've got three things. Wir haben also hier diese drei Dinge. And so people are not sure. Und Leute sind jetzt nicht ganz so sicher darüber. So... there's enough of us that I know we're going to have to sort that out. Besides that question, is there any other question? Und neben nun dieser Frage, dieser drei Dinge, gibt es noch eine andere Frage. Before we answer why it's that way. Bevor wir nun die Antwort geben, warum oder erklären, warum es so sich verhält. Any other question on just this issue? Noch andere Fragen? Go ahead. That rather than thinking of that mountain as God, I was thinking about it, I kind of learned about it as the kingdom of God. Also anstelle, dass der Berg Gott ist, habe ich mehr gelernt, dass es das Königreich Gottes ist. So if it's the kingdom of God, then we are the constituents of the kingdom. Und wenn jetzt das das Königreich ist, dann sind wir mehr so die Untertanen des Königreiches. Okay. And so then when it's cut out, then some of the constituents are cut out. Und dann sind so Untertanen rausgeschnitten. Then there's still the mountain is left, so except for the part that's cut out. Und dann gibt es ja immer noch den Berg. I don't know how to resolve all that. Ich verstehe noch nicht ganz, wie ich das lösen kann. See what I mean? That we're actually the constituents of the kingdom, not little pieces of God. Wenn Gott, ich und die Gemeinde. If God, me and the church. Nach Matthäus 16, Vers 18 geht. According to Matthew 16, also verse nach Vers 18, verse 18. Dann stimme ich damit überein. Then I can agree. I can't help laughing, sorry. If we go to Matthew 16, verse 18, then you agree. Wenn wir zu Matthäus 16, Vers 18 gehen, dann kannst du übereinstimmen. But I thought that's what Sister Aileen said. Und ich dachte, das hat doch Schwester Aline gesagt. She said this was 16, 18. Sie hat gesagt, das ist Matthäus 16, Vers 18. One point. Ein Punkt. Sister Sue Ellen said, Schwester Sue Ellen hat gesagt, if this was God, wenn das Gott ist, this must be, dann muss das. Now what did she say? This is mini gods. Das sind kleine Götter and that's sozusagen. Her problem. Und das ist ihr Problem. She said, can these be mini gods? Sie sagt, wie kann das denn so kleine Götter sein? As Sister Aileen said, und dann Schwester Aline sagt, that's the whole point. Das ist der ganze Punkt. That you du are what? Bist was? You're a mini God. Du bist ein kleiner Gott. You have a problem with being a mini God. Hast du ein Problem, ein kleiner Gott zu sein? I want to use a different word. Ich möchte ein anderes Wort benutzen. Not a mini God. Nicht ein kleiner Gott, sondern Stellvertreter. Are you okay now? Okay, kannst so we can be proxy God. Wir können also Stellvertreter Gott sein. I agree. Auch so gelesen habe. Because now I read it that way. Good. So Matthew 13, Matthäus, 16. Matthäus 16. So in Matthew 16, verse 18. Vers 18. Who's this? Wer ist das? Vers 18. Christus. Jesus. It's es ist Christ, so Jesus. It is Jesus in the verse. In dem Vers ist es Jesus. Sister Aileen said it's God. Und Aline hat gesagt, es ist Gott. I think that's good answer. Ich denke, das ist eine gute Antwort. Then, who's the stone? Wer ist dann der Stein? In the verse. Im Vers. Petrus, der Felsen. Peter. Peter. Petrus. Not the Holy Spirit. Es ist nicht der Heilige Geist. Okay with that? Soweit okay? And then, und dann, this one's a bit tricky. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger. What's they gonna build? Was werden sie bauen? Der Felsen und die Gemeinde, das gehört zusammen. The rock and the church is connected. They go together. But just using this imagery, what will they build? Aber wenn man nur dieses Bild verwendet, was bauen sie? Eine Gemeinde. A church. The church. It says. Dort heißt es. Upon this rock. Auf diesen Felsen. Brother Arian said. Und Arian hat gesagt. With. With. Hat gesagt mit. She said using.
mit diesem Felsen, diesen Felsen benutzen. Using the rock, den Fels zu benutzen. The rock is, und der Fels ist? Christus. Not the stone. The rock is, der Felsen ist? Literally. Buchstäblich? Literally. Peter. The rock is the mountain. Der Felsen ist der Berg. Not on the mountain. Nicht auf dem Berg. Using the mountain. Um also diesen Berg zu benutzen. God will build a house. Wird Gott ein Haus bauen. I think it's what Arian said. Ich glaube, Arian hat gesagt. It's impossible. Es ist unmöglich. To build houses. Häuser zu bauen. With mountains. Und man benutzt dafür Berge. Because the mountain is bigger than the house. Denn der Berg ist viel größer als das Haus. It's impossible. Das ist unmöglich. You can't move it. Du kannst ihn nicht bewegen. You can't shape it. There's no windows. There's nothing. Du kannst es nicht formen. Da gibt es keine Fenster. This should be intuitively obvious. Das sollte intuitiv offensichtlich sein. To build a house. Ein Haus zu bauen. You have to chop the mountain into pieces. Um ein Haus zu bauen, muss man den Berg in Teile schlagen oder schneiden. If you don't, wenn du das nicht machst, is it possible? Ist es dann möglich? It's impossible. Es ist unmöglich. The problem is, das Problem, what do you create? Was macht man damit? So what do you create? Mini gods. You create mini gods. Man macht aber dann diese kleinen Götter. And we have a problem with that. Und damit haben wir ein Problem. So we'll leave that to one side. Das lassen wir jetzt mal kurz beiseite. This story, diese Geschichte, if we went from the mountain, wenn du von dem Berg to the house, zum Haus übergehst, would it work? Würde das funktionieren? It's not possible. Es ist nicht möglich. That's the literal. Das ist das Buchstäbliche. Why do we have the literal, Sister Catherine? Warum haben wir überhaupt das Buchstäbliche? We can understand the spiritual. Damit wir das Geistliche verstehen können. So I took us to the spiritual. Und jetzt habe ich uns zum Geistlichen genommen. GC 343. Nämlich Großer Kampf 343. I asked, ich habe gefragt, why does God do it this way? Warum macht Gott es nun auf diese Art und Weise? Why does he do it this way? Warum macht er es? Users. Um uns zu benutzen. Why? Warum? That's what he's doing, but why that way? Das macht er, aber warum auf diese Weise? Why not the better way? Warum nicht den auf die bessere Art und Weise? If you want it done properly, do it yourself. Why does he do it this way? Wenn du es richtig möchtest, dann mach es selbst. Aber warum macht er es nicht auf diese Weise? Because he has to. Because he has to. Weil er es muss. Does he have a choice? Hat er eine Wahl? Got it on the speaker. Does he have a choice? Hat er die Wahl? Yes. No. Which one are you going to go for? I'll help you. I'll help you with your own answer. Ich helfe dir mit deiner eigenen Antwort. Answer one. Antwort Nummer eins. You said he has to. Du hast gesagt, er muss. That's what you said. Now I ask, does he have a choice? Und jetzt frage ich, hat er die Wahl? Mike. No. No. Nein, er hat keine Wahl. He does not have a choice. Er hat keine Wahl. It's as simple as that. So einfach. And I was going to say all of you, because generally, allgemein, we don't believe that. Glauben wir das nicht. That's why we come up with complicated answers. Und deswegen kommen wir dann mit diesen komplizierten Antworten. Cognitive dissonance. Es ist kognitive. That means we trick ourselves. Also das bedeutet, dass wir uns selbst immer eine Falle stellen. We can't accept the notion. Wir können nun das nicht akzeptieren. That God cannot have choices. Dass Gott keine Wahl hat. That God is constrained and limited. Dass Gott auch Grenzen hat oder begrenzt wird. That he has to use. Und dass er nun benutzen muss, this silly plan, diesen törichten Plan benutzen muss. Because it is silly. Denn dieser ist ja. He's using broken, dysfunctional people like us, er benutzt gebrochene und nicht mehr funktionierende Leute wie uns,
to do the most important construction project ever invented. Um das komplizierteste, größte Bauprojekt zu vollrichten, das jemals überhaupt da war. And who would do that? Wer würde denn das machen? Who would do that? Wer würde das machen? This way. Diese Art und Weise. Would a wise person do that? Würde eine weise Person das machen? No. Nein. Who's the wisest person? Wer ist denn die weiseste Person? Solomon. Salomo. Did Solomon use this technique? Hat Salomo diese Technik genutzt? Yes or no? Did he use this technique? Hat diese Methodik verwendet, diese Technik? No. Nein. He didn't. Hat nicht. He totally destroyed the plan of God. Er hat den Plan Gottes komplett zerstört. When he built that temple. Als diesen Tempel gebaut hatte. And God just ignored it. Und Gott hat es ignoriert. How did he break that plan? Wie hat diesen Plan gebrochen? Who did he select? Wen hat ausgewählt? We don't worry about he wasn't an Israelite. Wir kümmern uns jetzt nicht darum, dass kein Israelit war. He chose someone. Er hat jemanden auserwählt, who said, der gesagt hat, if you want a job done, wenn du eine Arbeit errichtet haben möchtest, if you want a job done properly, you do it yourself. Dann mach es selbst. He chose the greatest builder on the planet. Er hat den größten Baumeister auf dem Planeten gewählt. Yeah. And he wouldn't use this idea of proxies. Und würde diese Idee der Stellvertreter nicht benutzen. Because the proxies end up being slaves. Denn diese Stellvertreter sind dann letztlich Sklaven. Not co-workers. Und nicht Mitarbeiter. So he destroys that construction project. Er hat also dieses Bauprojekt zerstört. Let's come back to our story. Lasst uns nun zurück zu unserer Geschichte kommen. Gott, if he wants to build the church, wenn die Gemeinde aufbauen möchte, you can patently see he can't do it. Dann kann man sehen, dass ihm nicht möglich ist. He has to use stones. Er muss Steine benutzen. Petrus, who's a symbol, welcher ein Symbol ist, is the only one that can build the house. Ist der Einzige, der das Haus bauen kann. Christ cannot do it. Christus kann es nicht. You can see that in the imagery. It's clear. Wenn man das Bild betrachtet, ist das deutlich. So when we talk about this story, wenn man nun über diese Geschichte spricht, God, through the Holy Spirit, uses servants. Gott, der durch den Heiligen Geist seine Diener benutzt. I want us to see how limited God's choices are. Da möchte ich sehen, wie begrenzt Gottes Auswahl ist. He can't use angels. Er kann keine Engel benutzen. Holy Spirit can't do this. Der Heilige Geist kann es nicht tun und selbst kann es nicht tun. So, also, if we can say it this way, wenn wir es auf diese Art und Weise sagen können, to kickstart something. Um etwas ins Rollen zu bringen. When your car breaks, you have to give it a kickstart. You have to push it. When your car breaks down, the battery, also, you have to push it to start it. Ja, wenn dein Auto nicht anspringt, dann muss man es manchmal anschieben, damit es wieder anspringt. And then it works by itself. Und dann funktioniert es wieder selbst. It has to have some external thing. Also es muss die externe Sache haben. Gott turns himself into what? Wandelt sich in was? What does he turn himself into? In was verwandelt sich? Anyone? He turns himself into a stone. Wird selbst ein Stein. So, God Gott becomes a wird zu einem in real life im echten Leben becomes a man wird Mensch becomes the servant wird zum Diener. If he didn't do that, wenn das nicht getan hätte, the system wouldn't work. Dann würde das System nicht funktionieren. So I've used the word he kickstarts the system. Und was ich jetzt benutzt habe, ist, dass so dieses System anschiebt. If Jesus hadn't become a human being, wenn Jesus kein Mensch geworden wäre, all of this wouldn't have worked. Dann hätte dies nicht funktioniert. And our perspective of Jesus often is wrong. Und unsere Perspektive über Jesus ist oft falsch. We make him too much of a God.
Wir machen ihn oft viel zu sehr zu einem Gott. And not enough of a person. Und nicht genug zu einer man, a real human being. Zu einem Menschen. In 2. Mose 7, Vers 1 hat Gott zu Mose gesagt, ich mache dich zu einem Gott über den Pharao. Ist das das gleiche Prinzip wie diese Mini-Götter hier? Yeah. Ja. Wir haben also, wir haben Bibelvers zum, für die, als Beweis. You should be as gods to your children. Wir haben noch einen weiteren. Du sollst wie ein Gott für deine Kinder sein. So let's summarize. Lasst uns nun zusammenfassen. We're talking about proxies. Wir sprechen über Stellvertretung. We saw Holy Spirit is hand. Wir haben gesehen, dass der Heilige Geist die Hand ist. Picked up the word hand. Und dann haben wir das Wort Hand aufgegriffen. Went to Daniel 2:34. Sind zu Daniel 2, Vers 34 gegangen. And in that story, und in dieser Geschichte you have a mountain, haben wir diesen Berg and you have a stone. Und wir haben den Stein. And that stone is cut out of mountain. Und dieser Stein wird aus dem Berg herausgeschnitten. With hands. Mit Händen. We take that model, und dann nehmen wir dieses Modell and we go to Matthew 16, 18. Und gehen zu Matthäus 16, Vers 18. I said it was a subject of geography. Ich habe gesagt, das ist eine Thematik der Geografie. And it quickly develops into a subject of construction. Und dann ist es schnell in eine Thematik des Bauens gekehrt. So we have Matthew 16, a mountain, quarried stones, and a city. Also haben wir in Matthäus 16 diesen Berg, die herausgebrochenen Steine und dann eine Stadt. Jesus, Peter, the church. Jesus, Petrus und die Gemeinde. God, you, and the church. Gott, du und die Gemeinde. These are mini gods. Diese sind sozusagen diese Mini-Götter. People think that's fanatical. Menschen denken, dass das fanatisch ist. This person was whom? Diese Person war wer? We say Jesus. Wir sagen Jesus. But that's not the right word. Das ist nicht das richtige Wort. Christ. Es ist Christus. This is the Christ. Das ist der Christus. The Christ. Der Christus. And this is the. Und das ist der. They were first called. Sie wurden zunächst genannt. They're first called Christians. Sie wurden erst Christen genannt. Because they were. Weil sie. Mini Christs. Weil sie kleine Christusse sind. They were the disciples of Christ. Sie waren die Jünger Christus. So they called them Christians. Also sind sie Christen genannt worden. When they looked at the person. Denn wenn sie die Person anschauen. They said, she looks a bit like Christ. Und dann sagen sie, sie schaut ein wenig aus wie Christus. Same mannerisms. Die gleichen Verhaltensweisen, the same words, die gleichen Worte, the same facial expressions, die gleichen Gesichtsausdrücke. So when she looks at me, wenn sie mich anschaut, she doesn't look angry, sie schaut nicht böse aus, sondern sehr sympathisch. Even when I've done wrong. Auch wenn ich was Falsches gemacht habe. Like, wie? Like Christ. Wie Christus. This idea of many gods is right there. Diese Idee dieser Mini-Götter ist genau hier. In fact, it's so close, es ist so nahe an uns, the church, dass die Gemeinde have made a mistake. Einen Fehler begangen hat. These look so much like Christ, diese schauen so sehr nach Christus aus. Our church teaches what? Und unsere Gemeinde sagt was? Lehrt was? The stone in Daniel 2 is Christ. Dass der Stein in Daniel 2 Christus selbst ist. Because it looks so much like him. Weil es so arg nach Christus ausschaut. But if you can show, aber man kann aufzeigen. You can see, und man kann sehen. You can show it. The Matthew 16 is Daniel 2, dass Matthäus 16 Daniel 2 ist. You know the stone is Peter. Dann weiß man, dass der Stein Petrus ist. And the point I want us to see, und den Punkt, den ich möchte, den wir sehen. We start talking about proxies. Wenn wir über die Stellvertreter anfangen zu sprechen. Two points. Zwei Punkte. God does not have choices. Gott hat keine Wahl. He's limited to what he can do. Er ist begrenzt in dem, was er tun kann. Point two. Punkt Nummer zwei. He has to use us. Er muss uns benutzen. He does not have a choice. Er hat keine Wahl.
There is no other model, no other way of doing this. Es gibt kein anderes Modell, keine Art und Weise, es anders zu tun. And that may scare you. Und das mag vielleicht jetzt beängstigend sein. On two fronts. In zwei Enden. How powerful your position is. Wie kraftvoll deine Position ist. How responsible you are. Wie verantwortlich du bist. Considering. Und da überlegend. How weak, frail and ugly you are. Wie schwach und schlecht du bist. So you're up here. Du bist hier. Where you think you should be down here. Wenn du denkst, dass du eigentlich hier unten sein solltest. And the other problem is. Das andere Problem. Your concept of God. Dein Konzept über Gott. The super strong being that can do and say whatever he wants. Dieses super starke Wesen, der tun und lassen kann und sagen kann, was er möchte. Is brought wird, low, wird heruntergebracht. Constrained. Und begrenzt. Forced to do things in a way. Und gezwungen, Dinge zu tun. That you and I would never do. In einer Art und Weise, die du und ich niemals tun würden. That you and I would think is probably crazy. Und du und ich würden denken, das ist vielleicht verrückt. And that's why, deshalb, when I asked all of this, als ich das alles gefragt habe, everyone was saying, alle haben gesagt, what people that did speak, also die Leute, die gesprochen haben, he does this to help us. Er macht all das, um uns zu helfen. He's not doing this to help us. Er macht das nicht, um uns zu helfen. He's doing this. Er macht das, because he has to. Weil er es tun muss. There's no other way of doing it. Da gibt es keine andere Art und Weise, das zu tun. The object here, die Thematik hier, is the house. Oder da ist das Haus. And he can't build the house. Er kann das Haus nicht bauen. We can't even say he can't even build it by himself. He needs our help. Man kann nicht einmal sagen, er kann das allein bauen, weil er braucht unsere Hilfe. It's worse than that. Es ist noch viel schlimmer. It's not that he can't do it by himself. Es ist nicht, dass er es nicht tun kann. It's impossible for him to do it. Es ist ihm unmöglich. The only thing, das Einzige, that can build houses, der Häuser bauen kann, is stones, sind Steine. Not mountains. Nicht der Berg. The mountain doesn't help the stone. Der Berg hilft dem Stein nicht. It's not a partnership. Es ist keine Partnerschaft. This is the only thing that can fix this issue or build the house. Das ist das Einzige oder der Einzige, der das Haus bauen kann. And that changes the way we should. Hopefully, should change the way you think about yourself. Ich hoffe, das ändert die Art und Weise, wie du über dich selbst denkst. And und your perspective of God. Und ändert die Perspektive, die du über Gott hast. Because he gets an awful lot of blame for stuff. Denn er bekommt immer oft Rüge. And we get off scot-free. We get off, like, we can't accuse ourselves because we know we're rotten. Wir können uns ja nicht selbst beschuldigen, weil wir wissen, dass wir selbst and all the mess that we see, und all diese Unordnung, die wir sehen, we blame him for, die wir ihm dann anschuldigen, what can he do? Was kann er tun? What choices does he have? Welche Wahl hat er? He doesn't. Er hat keine. Let's pray. Lasst uns beten. Heavenly Father, we thank you. Himmlischer Vater, wir danken dir. We want to ask and pray for a blessing. Wir bitten dich um deinen Segen. That you would guide and direct us. Dass du uns führst und leitest. Help us, Father, to understand the mind of, to understand your mind. Vater, hilf uns, deine Gedanken zu verstehen. To understand who you are. Zu verstehen, wer du bist. The pain that you must experience. Den Schmerz, den du spürst. The pain of a parent. Den Schmerz eines Elternteils. The pain of a leader of an organization. Den Schmerz eines Leiters einer Organisation. Where they direct work. Wo sie Arbeit abgeben. They ask people to do things. Und Menschen fragen, Dinge zu übernehmen. And they don't do it properly. Aber sie tun es nicht richtig. And unlike us, und nicht so wie wir, who try to run to the aid of people who can't do the work properly, versuchst du denen zu helfen, die die Arbeit nicht richtig vollbringen. We see that you're not able to do that. Aber wir erkennen, dass es dir nicht möglich ist. Help us, Father, to understand who you are.
Hilf uns, Vater, zu verstehen, wer du bist. So we might understand who we are. Damit wir verstehen, wer wir sind. Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.